Januar. Das Wetter ist viel zu mild für die Jahreszeit. Die Tage sind regnerisch und trübe. Wir wollen die Zeit nutzen, ein Entenhaus für den Teich im Revier zu bauen. Albrecht und Hans Martin haben deshalb eine Fichte geschlagen, aus der wir heute die Bretter für das Schwimmhaus sägen wollen. Fünf Zentimeter dicke Bohlen sägt Albrecht aus dem Stamm heraus. Und ich frage mich, ob wir zum Schluss einen Autokran benötigen, um das Entenhaus in den Teich zu bekommen. Denn es wird gut und gerne 200 Kilo und mehr wiegen, wenn es dann fertig ist. Du kommst nicht mehr in die Schuhe, Albert, gell? Ha? Du kommst nicht mehr nach Schuhe. Mega. Ich bin mit Albert zu Tür. Eigentlich würde ich das ab und dann fahre ich heim. Eben. Unten im Löchle ist unser Teich. Hier soll das fertige Entenhaus zu Wasser gelassen werden. Das geschnittene Holz und den Unterbau haben wir schon am Ufer platziert. Jetzt muss nur das Wetter mitspielen, damit wir es rechtzeitig fertig bekommen. Es ist Mitte Januar und die Sonne lacht an diesem Samstagmittag vom Himmel. Deshalb wollen wir uns heute zusammen mit Hans Martin bei Albrecht am Teich treffen, um das Entenhaus fertigzustellen. Mahlzeit. Mahlzeit. Der eine baut eine Tüte, der andere Häusle. Als Schwimmkörper haben wir 24 Liter Kanister vorgesehen, die zunächst in das Grundgestell eingepasst werden müssen. Der kleine hat auch die Zeige beißen wollen. Ja. Und so wird das Ganze auch bedeuten.
Nein, ich weiß es jetzt nicht, aber... Vorher der Rasenmäher. Ja. Nun werden die Bodenbretter aus Buchenholz angepasst und mit dem Grundgestell verschraubt. Manch einer wäre froh, wenn er einen solchen Parkettboden im Wohnzimmer hätte. Aber was macht man nicht alles, damit sich die Enten nachher auch wohlfühlen? Auch Ronja unterstützt uns tatkräftig bei der Arbeit, indem sie uns immer wieder aufmunternd abschleckt. Am liebsten dann, wenn wir beide Hände voll haben und uns nicht wehren können. Ich stehe jetzt erst da. Wenn es genehm ist. Da muss jetzt wieder einer heben. Ja, ich kann wieder runter. Ich du musst oben sagen, dass es oben durch passt. So langsam nimmt das Entenhaus Gestalt an. Jetzt muss noch die Rückwand geschlossen und der Eingang im Haus angebracht werden. So. Dann müssen wir auch den durchstreichen.
Unter strenger Berücksichtigung der Unfallverhütungsvorschriften sägt Albrecht noch eine kleine Ente mit der Kettensäge aus, die zum Schluss noch das Dach zieren soll. Das brauche ich auch. Wenn ich auch habe. Oh, drei, dann machen wir vier. Das ist schon dicker. Aber weiter unten fahren. Da, gut. Da, Hanne. Da. Da, ja. Da unten. Ja, wir müssen mit drinnen bleiben. Ja. Gut. Fertig. Nur für den Stapellauf ist das Eis noch zu dünn. Jetzt heißt es warten, ob es kälter wird, damit die Eisdecke trägt, oder ob das Eis noch voll auftaut, damit wir das Häuschen dann zu Wasser lassen können. Einmal waschen. Ja, dann ist morgen sich. Und den wach macht, ja? Durch meinen Neoprenanzug kann ich deutlich die Kälte des Wassers spüren. Aber nach dem milden Winter sind die Vögel bereits mit dem Nestbau beschäftigt und deshalb soll heute der Stapellauf unseres Entenhauses stattfinden. Beim Aufstellen kommt mir das Haus verdammt schwer vor. Obwohl man sich schon sehr anstrengen muss, einen 20-Liter-Kanister mit Luft unter Wasser zu drücken, habe ich so meine Zweifel, ob die 80 Liter Luftvolumen für den Auftrieb ausreichend sind. Hängt nochmal kontrolliert. Hau die Dette auf jeden Fall umdrehen. Okay. Ja, können wir machen, ja. Aber wenn wir es nicht umdrehen, halt, ja, ist halt keine Chance mehr, das nachher rauszuziehen. Ja. Wir können es auch gleich so nehmen. Wir wissen ja auch nicht, wie der Auftrieb ist mit dem Kanister, wenn es zu viel ist. Also ich hätte jetzt gesagt, ich stecke es richtig um nähen. Und lass es rein. Ich verlasse uns drauf. Der Edgar dreht sie von dem her. Also sollen wir reinlassen. Auf dem schlickigen Untergrund im Teich
finden Hans Martin und ich keinen ausreichenden Halt, um das Haus beim Umlegen festzuhalten. Deshalb muss Albrecht vom Ufer aus das Gewicht mit einem Spanngurt abfangen. Ich auch nicht, ich kann nur gleich entgegenhalten. Weiter ins Wasser könnt ihr gar nicht. Nee, ich kann schon weiter mal. Ich rutsche da weg, ich habe keinen Gegner. Ja, lass kommen. Ja, lass kommen. Lass kommen. Ja, lass kommen. Das ist gut. Das ist auch ganz schön. Das sauft ab. Beim Eintauchen ins Wasser merke ich schon, dass das Gewicht viel zu hoch ist und das Luftvolumen der Schwimmkörper nicht ausreicht, um das Haus richtig aufschwimmen zu lassen. Wenn man nicht die Waage kriegt, was? Aber das schwimmt nicht. Das schwimmt überhaupt nicht. Meinst du nicht, da? Wenn man nicht die Waage kriegt, muss ich kann die andere jetzt auf, rausmachen und Wasser reinlassen. Aber guck mal, wenn wir in der Waage sind, dann schwimmt das Wasser voll. Scheiße. Na, ich meine, wenn nachher das Landebrett da dran ist, zieht ihr auch noch ein bisschen. Ja klar, aber dann sitzt ihr da zu tief. Der Aufbau zu schwer, gell? Ja, blub, blub, weg war es, habe ich gleich gesagt. Es sackt nach hinten weg und läuft voll Wasser. Die Enttäuschung bei uns ist groß. Aber es hilft nichts. Wir müssen das Haus nun schnell in den Flachwasserbereich bringen, bevor es mit Sinken beginnt. Scheiße. Windschief liegt es nun im Wasser und für uns war es ein Satz mit X. War wohl nix. Aber wir lassen uns nicht entmutigen und Albrecht wird einen größeren Schwimmkörper aus Styropor organisieren, den wir dann einbauen und austarieren werden. Ein schweres Ding. Das hat 300 Kilo, mach jede Wett. Zunächst einmal müssen wir aber das Haus erst einmal wieder aus dem Wasser bekommen. Alleine mit Muskelkraft schaffen wir es nicht. Und so kommt die Seilwinde zum Einsatz. Geschafft. Das Häuschen ist wieder auf dem Trockenen. Nun hoffen wir alle, dass es beim nächsten Mal besser klappt und noch in diesem Jahr die ersten kleinen Enten in dem Haus schlüpfen werden. Der März hat Einzug gehalten und die ersten warmen Sonnenstrahlen haben silberne Kätzchen an die Weiden gehängt. Die Nächte sind zwar noch eisig kalt, aber tagsüber in der Sonne ist es schon richtig angenehm warm. Ich will die ersten warmen Tage des Jahres nutzen und heute den Ankerstein setzen, den Albrecht ein paar Tage zuvor unten am Teich abgelegt hat. Zunächst muss erst einmal die Ankerkette am Stein befestigt werden. Ja.
Da mein eigener Auftrieb bei weitem nicht ausreicht, um den Stein an die vorgesehene Stelle im Teich zu bringen, will ich eine alte Luftmatratze als Schwimmkörper nutzen. Die Idee mit der Luftmatratze als Transportmittel funktioniert einwandfrei und ruckzuck ist der Ankerstein an der tiefsten Stelle des Teiches versenkt. Zwischenzeitlich ist es Mai geworden und Albrecht hat den Schwimmkörper aus Styropor fertiggestellt, sodass heute der erneute Stapellauf stattfinden kann. Gemeinsam lassen wir das Entenhaus zu Wasser, um dort dann den Schwimmkörper einzubauen. Das ist ja vorne. Genau. Das ist gleich die Sonne. Das ist nicht vorne. Das ist vorne. Das ist ein großer. Albrecht hat gute Vorarbeit geleistet. Und der Styroporklotz passt einwandfrei in das Grundgestell hinein. Jetzt wird der Klotz mit einem Spannkopf fixiert, damit er beim Umdrehen des Entenhauses nicht aus dem Grundgestell herausspringen kann. Der Hund. Sie filmen. Kameramann. Genau. Kameramann. Genau. So, jetzt versuchen wir das mal. Fast dieser zweite Spannkopf. Du musst noch einen zweiten neu machen. Hast du einen zweiten im Auto? Ja, hinter drin. Allerdings ist der Auftrieb so groß, dass ich noch einen zweiten Spanngurt anbringen muss. Ich sage auch, an der Fischern jetzt hängen die Styroporkugel dran. Und überall. Also. So, jetzt versuche ich mal zu drehen. Ja.
Reicht den über die schwere Seite drehen. Ja, muss ich auch. Das muss nach erst. Ich hab gedacht, ins Tief hinein, also mit aufsitzt. Ja, 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 ja. Der sitzt nachher nicht mehr auf. Ich glaube, ich krieg den gar nicht drüber drehen. Doch, doch. Ein Stück weit auf alle Fälle. Jetzt wird's still. Ja, jetzt wird's still. Jetzt läuft's. Alleine schaffe ich es jedoch nicht, das Entenhaus zu drehen. Und so bleibt Albrecht letztendlich nichts anderes übrig, als die Hosen auszuziehen und zu mir in das noch recht frische Wasser zu steigen. Gemeinsam sind wir stark und schaffen es dann auch, das Haus zu drehen. Aber schon wartet das nächste Problem auf uns. Die Hütte schwimmt zwar, aber wir Knallköpfe haben den Schwerpunkt nicht beachtet, der durch die massive Bauweise des Hauses viel zu hoch liegt, und bekommen es dadurch in keine stabile Schwimmlage. Ohne es festzuhalten, würde es immer zur Seite umkippen. Die Schildbürger hätten es wohl nicht besser machen können. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und so dürfen wir uns zu allem auch noch ein paar hämische Kommentare von Roland anhören, der gerade mit seinem Pferd am Biotop vorbeigeritten kommt. Die lass laufen, mit der Ronja zusammen. Wenn ihr so zu Objekten lachen, dann muss man ja gleich wie Statik und Sach und nichts beachten. Ja, uns fehlen deine Berechnungen, Roland. Ja, drum, okay. Drum haben wir gesagt, Carbon hast du, hey, Carbon. Kannst gerade helfen. Ja, aber ich bin doch mal anderhalten. Hund, sag's dem Hund. Hä? Sag's dem Hund. Die hat nicht so viel Zugkraft. Jetzt. Also komm, ich gucke euch jetzt zu, ich gebe euch Anweisung, wenn er verschwindet, sage ich dem anderen, dass der andere fort ist. Das kannst du sagen, ja. Du kannst sagen, wie wir es austariert kriegen. Ja. Danke, gleich mal. Wie scheißt du da vor die Füße? Ja, oder vor den Auto nach. Er geht aus. Aber so schnell geben wir nicht auf. Und jetzt muss einfach ein Schwimmkörper mit tiefer liegendem Schwerpunkt her. Ein Kunststofffass, das teilweise mit Sand angefüllt ist, soll es nun richten. Ich mache eine kleine Pause, während Albrecht losgefahren ist, um ein entsprechendes Fass zu organisieren. Bin mal gespannt, ob wir das Entenhaus heute noch zum Schwimmen bringen oder ob es doch noch eine Unterkunft für die Fische im Teich gibt. Albrecht ist zurück und ich bringe das Entenhaus schon mal in Position, um den neuen Schwimmkörper einbauen zu können. Mit Spanngurten fixieren wir auch das Fass wieder im Grundgestell. Um später ein Verrutschen des Fasses zu verhindern, müssen noch ein paar Fixierungen angebracht werden. Dann ist der große Augenblick gekommen. Gemeinsam drehen wir das Entenhaus herum. Ob es jetzt wohl endlich schwimmen wird? Thank you.
Gang lieber hinter ans Fass weg. Es sieht gar nicht schlecht aus. Zwar ist es noch nicht richtig in der Waage, aber das liegt vermutlich am ungleichmäßig verteilten Sand im Fass. Durch Rütteln, Schütteln und Drehen des Hauses wollen wir den Sand gleichmäßig auf dem Boden des Fasses verteilen. Nach einigen Versuchen gelingt uns das auch und dann schwimmt es endlich, majestätisch auf dem Wasser dahin. Jetzt muss nur noch das Anlandungsbrett montiert werden. Und danach können wir das Haus im Teich verankern. Das Brett ist fest und ich ziehe es jetzt an seine endgültige Position an der tiefsten Stelle des Teiches. Kannst du dort noch stehen? Nein, ich schwimme so lang. Ah, okay. An der Eier. Ja, da zieht doch Hose aus, andere Hose an. Das mache ich jetzt, ja. Jetzt muss nur noch die Kette des Ankersteins befestigt werden. Geschafft. Die Kette ist fest und das Haus schwimmt einwandfrei. Nun können endlich die ersten Enten ihr neues Luxusdomizil beziehen. Wir hoffen, dass sich der ganze Aufwand rentiert hat und im nächsten Jahr die ersten kleinen Entenküken in unserem Teich schwimmen werden. Ist egal, das wird sich immer drehen. Ja, ja, klar. Wenn dann müssen wir es mit zwei Ketten zurren, aber das ist ja auch blöd. Ja, das ist jetzt mal nah, dann schauen wir mal. So, wenn morgen das Wetter schön ist, mache ich ein Strohnei. Ja.
nicht schlecht. Das ist doch gut, oder? Wunderbar, sich der Tag lohnt. Ah ja, so